Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 3 mit mir, dem Leviathan 2. Heute machen wir weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und das wäre weiter auf die Reise nach Silverblood. Haben noch ein bisschen Weg vor uns, machen hier aber ein ganzes Stück. Zumindest wenn wir dann hier, den Balmung und den Varia auseinandergenommen haben. Riskiert werden lassen soll beim Kampf. Genau, Balmung. Balmung und Varia. Nicht gerade meine Lieblings, aber hey. Oh, Sieg muss mitkommen? Interessant. Lassen wir das Team doch gleich mal so. Okay, pass auf dich auf und komm bloß ohne größere Kratze nach Hause, verstanden? Klingt für mich ja fast so, als könnten wir etwas über seine Brüder hören. Weil im Moment geht es ja darum, dass Aegis überall sich opfern und der blutroten Königin anschließen. Um nicht geopfert zu werden. This could be a hard battle. Watch your item usage. Smells like serious. Oh Gott. Zuerst Balmung. So, Kima Burst. Das ist das Wichtigste. Hör auf zu Combo. So, Ziel erreicht. Ich muss ja zugeben, das Design ist ziemlich cool von. Ich liebe. Das heißt ziemlich cool. Ich liebe das Design von Balmung. Oh Gott, da ist der Varia. Autsch. Könnt ihr mich bitte. Ich kann mit dem Varia alleine klarkommen, eigentlich. Bin hier. Dankeschön. Ich höre, hab den Lebensgrüßzaun nicht gehört. Machen dich kalt. Ja, wenn du schon einmal erwischt hast, dann wird es schwierig. Ja. Okay, das passt. Da war nicht nah genug. Oh, der Tornado erwischt ihn immerhin. Die 500 waren schon wert. Nicht gut. Ja, der hat. Da hatte ich nicht vom Krallenstoß betäubt. Ich weiß nicht, ob jemand. Fiem scheint zu mir zu kommen. Cool. Dankeschön, Fiem. Hugo ist dann mit Axtmaul-Dürren beschäftigt. Und weil ich bewusstlos geworden bin, haben die beiden jetzt zusammengefunden. Gib mir das mal. Nicht gut. So. Oh Gott. Da beamt sich einfach der Balmung rein. Ich nehme mal schnell.
alle drei. Das ist nicht gut für mich. Ach, warte mal, die anderen kann man noch retten. Wenn wir hier zu viert gegen einen Varia antreten können, dann je nachdem wie lange der Balmung braucht, um zurückzukommen, könnten wir den hier sogar erledigen. Ich bezweifle es zwar, aber hey. Nehmt mir meine Träume nicht. Mit dem Angriff machst du gar nichts. Oh, am Boden. Hugo bringt mich noch in die richtige Position für kritische Treffer. Wie gesagt, wenn der Balmung jetzt nicht stören kommt, dann passiert was. So. Geh mal schnell hier rein. Wir gehen den Balmung jagen. Dort hinten ist er. Warte einen Augenblick, ich hab keine Energie mehr. Nein, Ghost. Man sieht nicht genau, was abgeht, aber ich säge ihm einfach mal das Bein ab. Ich glaube, er aktiviert. Yes, the bow. Ich bin mal weg. Sorry, Leute, aber in dem kleinen Bereich kann er mir kaum folgen. Dass Hugo natürlich gefressen wurde, war nicht so sehr der Plan, aber. Und der liegt wieder am Boden. Da ist da wieder Futter für meine Säge. Und mir mit der Axt warten. Nicht gut. Ich hab's nicht so gern. Ich würde gerade sagen, wenn ich gestunlockt werde. Aber viel Stunlock war da nicht mehr. Extrem verdorbene Zellen. Eigentlich. Damit könnten wir vielleicht bald das. Da müsste man schauen, wie sehr mir jetzt der Balmung hier hilft, die Sensen zu weiter zu verbessern. Wenn man das jetzt danach tun kann. Wäre cool. Zu weit. Ich habe aber keine großartigen Erwartungen. Vor allem, wenn ich ihn nur zusammen mit einem Varia erledigen kann, dann ist das, naja, wie man gesehen hat, relativ mühsam. Nur mal schauen. So, zeig mir mal, warum wir Sieg mitnehmen mussten. Ich wette, das ist der Hammer dort, also die Sense. Raubtierklaue. Ja, das wird die bessere Version davon sein. Blauer Donner X. Okay. Ich glaube, ich mache auch mal das Mondenwetter raus. Das benutze ich praktisch nie. Möchtest du den Spielstand überschreiben? Ja. Were they doing experiments or something back there? There were age armlets. Piles of them. Jetzt beim Kampf dort? Ich habe keine gesehen. Machine parts strewn all over, and a line of gigantic footprints. Do you think Odin is what left them?
Vielleicht, es gibt bereits Tote. Sie haben Odin getestet vielleicht, ja? Ja, probably. What would I do if it was my little brother? Welcher von deinen 8 hattest du, glaube ich? When I saw it wasn't him, I was relieved. I was glad it wasn't him. Damn it. Ja, dein Bruder ist sicher, nur das zählt. Yeah, you're right. What the hell's gonna happen next? Okay. Dafür mussten wir mitnehmen, von mir aus. So, Ausrüstung aufwerten, das ist mal die interessante Frage. Die Raubtierklaue. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass wir da noch mehr Sachen brauchen. Und nicht gerade so viel. Umhang und Schild haben wir nicht bekommen, obwohl wir davon am meisten brauchen. Das ist schon mal negativ. Und Yama-Edelstein ist wahrscheinlich etwas, das wir einfach von allen bekommen. Der Angriff wird ganz schön hochgeschraubt. Okay. Ausrüstung, jetzt noch Mond und Wetter wollte ich nicht mehr. Was war das? Das war der eine große, oder? Ja, das war der eine, den man aufladen kann. Wie viel Schaden machst du? Okay. Was ist denn die Axt der Apokalypse? Ah, das ist der eine Hieb, den ich meine. Genau, das ist glaube ich die Idee, den wir nehmen. Und reinmachen tun wir dann noch. Allah, geben wir uns Hügel? Wie sieht es überhaupt da aus? Okay, nicht so cool. Machen wir doch eine Zündung rein, oder? Ja, dann explodiert's noch. Gibt ein bisschen extra Schaden. Okay. Ja, ich benutze einfach das. Wenn ich den Ausweichangriff habe, mit dem ich in den Gegner hineinsägen kann, dann benutze ich praktisch nie den Axt rumschwingen. Also sehe ich jetzt da auch nicht mehr wirklich viel Grund, den dabei zu haben. Sieg ist wirklich traurig. Kann ich was für ihn tun? Er ist wirklich nett und mir geht's gar nicht gut, wenn es ihm nicht gut geht. Okay, jetzt hatte ich schon Sorgen. Ich habe das gerade erst gehört, aber schläfst du bei einer Mission wirklich da draußen? Aber versuch bitte nichts, was viel zu gefährlich ist, okay? Wir sind ganz in der Nähe des Gebiets, in dem sich der Age-Eater rumtreibt. Ohne Hilfe von Defner kommen wir nicht an die neuesten Informationen. Wir können nur hoffen, dass da nichts ist. Oh, ich hoffe, dass da was ist. Ich habe einmal mit einer gesprochen, kurz nachdem wir uns von den anderen getrennt hatten. Er hat gesagt, aufgeben wäre einfach und ich soll auch das Unmögliche versuchen. Darum will ich Forscher werden und den Leuten helfen. Also pass auf, dass du am Leben bleibst, dann kannst du es selber sehen. Ja, Soma hat wahrscheinlich schon ein paar Mal unmögliche Dinge gesehen. Alles sind irgendwie viel stiller als sonst. Wird die nächste Mission wirklich so schwer? Ich weiß es nicht, ich habe sie noch nicht angeschaut. Sie haben ihn Odin also endlich eingesetzt. Ich hasse es, wenn wir nichts tun können. Wir müssen irgendetwas finden. Ich kriege einfach all diese furchtbaren Gedanken nicht aus meinem Kopf. Sorry für das trübe Gesicht. Lässt du mich mal für eine Weile allein? Okay, bei der nächsten Mission darfst du nicht mehr kommen. Sieg scheint mir nicht sehr glücklich zu sein. Der ganze Konvoi ist zu triest ohne sein ewiges Gelächter. Ich hoffe wirklich, seinem Bruder geht es gut. Meine Frage ist immer noch, welchem seiner Brüder?
Ich habe mir das Zimmer der Jungs angesehen. Das ist so viel dreckiger als bei den Mädchen. Ja. Überhaupt nicht aufgeräumt. Okay, Ricardo ist nicht hier drin. Also wird er wahrscheinlich zusammen mit Hilda im Büro sein. Dann wird er mit Keith unten sein. Wir haben schon lange keine Nachrichten von Glyphne mehr abgefangen. Wenn wir unsere Infos nicht aktualisieren, haben wir bald keine Ahnung, was in der Welt passiert. Wir müssen wohl einfach warten, bis wir in Silberblatt sind. Müssen wir wohl. So. Okay. Sieg hat mir erzählt, was passiert ist. Ich sage das nicht gerne, aber es sieht so aus, als hätte jemand mit Odin experimentiert. Sie verschwenden an das Leben von anderen nicht einen einzigen Gedanken. Ja. Wenn du schon eine Maschine hast, die Menschen... auf gut Deutsch gesagt... Ah, hier, ich habe mir schon gedacht. Ich hatte gehofft, dass er hier ist. Bis vor kurzem war die Asche hier noch gar nicht so dicht. Das zeigt mal wieder, wie schnell sich alles ändern kann. Was ich eigentlich sagen wollte, war... Was war das? Ah ja, genau. Es ist ein bisschen brutal, eine Maschine oder was auch immer Odin genau ist, zu testen, wenn Menschenleben dafür benötigt werden. Das ist so ein bisschen schwer zu verantworten. Aber hey, der Generalgouverneur nimmt ja alle Verantwortung auf sich. Die Asche in dem vor uns liegenden Gebiet ist außergewöhnlich dicht. Ich habe es Hilde gesagt und sie meint, am besten durchqueren alles in einem Sprint. Die nächste Mission geht über eine elendlange Distanz und das noch zu Fuß. Also bereite dich lieber gut darauf vor. Ist das so eine Multimission? Oder? Bling, bling. Und noch eine kleine Bonusmission. Okay. Elektro scheint ziemlich gut zu sein. Gut zu sehen. Ja, dann nehmen wir Elektro mit. Gwen, Chrome Gwen. Und hier noch ein Krokodil. Machen. Wir schauen uns schnell noch die Schilde an, weil ich daran noch interessiert bin. Auf jeden Fall Schilder und Schusswaffen schauen wir uns eigentlich gar nicht mehr wirklich an. Dabei könnte es sich da vielleicht doch noch was Gutes darunter verbergen. Teufelsflamme. Anscheinend nicht. Aber hey, ich bin für alles offen. Der blaue Donner. Xenoris, dunkle Materie. Kann ich alles nicht machen. Maximum Laser! Aber aufwirken vielleicht. Bitte? Nichts mit. Auch nichts mit. Ich müsste noch ein paar Mal die ersten paar Quests machen, damit wir die hier verbessern können. Naja, egal. Machen wir da das Krokodil noch schnell platt. Und dann beim nächsten Mal können wir da die Weg durch dichte Asche nehmen. Zuerst du. Wir haben gesagt, Sieg darf nicht mit. Normalerweise wäre es mir egal, aber jetzt nicht mehr. So. Krokodil sollte eigentlich auch ziemlich schnell kaputt sein. Wie hieß? Uruk? Nee, nicht Uruk. Ich habe irgendwie Urukammer im Kopf. Okay, ein Haufen Spinnen. Lästig. Ja. Oh, cool, er kommt schon her. Okay. Das fand ich jetzt relativ unfair von den Spinnen. 1, 2. Wir holen uns beides. Der hat funktioniert. Ein Haufen Blitze. Oh, ein ganzer Tornado. Was? Noch einer? Oh Gott, das sind mehrere von denen. Ich hab gedacht, schnell
Ukon. Ist ja okay. Ich hätte es besser wissen sollen. Was hat mich erwischt? Also ich gehe davon aus, dass es der Blitz war, aber der Blitz war auch nicht dort. Er rast vor mir. Oder ist das der andere? Mitten ins Gesicht. Und das war ein. Der macht nur noch Tornados. Auch okay für mich. Fast. Mitten in die Fresse rein. 3000 Schaden ist zu viel für ihn. Bin ich schon dabei. Starkes Bindemittel. Wer weiß, was wir hier alles nicht brauchen können. Wir könnten es jetzt wirklich... So viel schönes Leben. Wir könnten es jetzt wirklich brauchen, vor dem nächsten Großeinsatz noch die Balmung-Sense zu verbessern. Einfach weil eh alles schwach gegen Elektro ist, aber irgendwie traue ich es mir auch nicht zu. Nicht zutrauen. Es ist so. Schockring. Uko, Eisbarriere und Frostfort. In Erholungspalais, immerhin. Ja. Natürlich gab es ja nicht viel, wir haben ja auch nicht viel gemacht. Aber okay, gut, ja, nehme ich. Akzeptiert, akzeptiert. Yay. Cool, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal diese beiden Quests. Warte mal, nachdem ich schnell... falsch. Hier die Bestienklaue ausgerüstet habe. Eigentlich sieht die Bestienklaue anders aus, wenn wir sie aufwerten. Das ist die Bestienklaue. Ja, die sieht anders aus. Okay. Auch gut zu wissen. Ja. Ich bin mir mehr noch im Überlegen, ob wir noch farmen sollten und farmen für ein besseres Schild und alles. Aber irgendwie habe ich mehr Lust zu farmen, sobald wir auch dem Age-Eater begegnet sind, weil ich meine, vielleicht lässt der auch noch... Ich hoffe ja, dass es ein Eismonster ist, um ehrlich zu sein, und dass man Doppelklingen daraus machen kann, weil dann könnten wir die Eis-Doppelklingen aus ihm machen und dann wären wir wirklich mit dem Asche-Aragami Sachen ausgerüstet, die wir brauchen können. Das Einzige, was ich jetzt gerade noch Ausrüstung herstellen, Schilde. Donnerfort, Frostfort, ist nicht, was ich interessiert bin. Ich wollte nachschauen, ob's... Davon gibt es keinen, okay. Löwenschild. Auch nicht unbedingt, was ich will. Neptun. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, wäre noch interessant, wenn es eine. Wenn es ein... Da, hier, das wär's. Ist natürlich schon wieder schwächer. Also ist blau.
Bargest. Habe ich blau einfach hier nicht angeschaut oder? Wir haben ja gar kein. Doch hier, lichte Bastion, Hydra und Mond. Hm. Ach, warte mal, hier muss ich ja schauen. Hier haben wir gar kein Blau. Und hier haben wir Blau. Aber nur die zwei. Okay. Laser? Blauer Donner ist nicht das, was. Luf. Nein, Luf ist auch nicht das. Blauer Donner. Drin. Dunkle Materie. Ich weiß gar nicht, was du bist. Angebrannt Schnee habe ich da auch irgendwo gelesen. Anscheinend nicht. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass wir ein Schild oder eine Schusswaffe von Anubis machen könnten. Aber Hydra-Sachen für den Reisschmetterer. Aber anscheinend nicht. Da. Das wäre eine Schusswaffe von ihm. Kleine Schilde und Schnellfeuerwaffen. Nicht wirklich mein Interessengebiet. Und auch sonst hätte er nicht wirklich. Er hat ja, glaube ich, nur einen Hammer von den Waffen, die wir benutzen. Und sonst müsste man mal schauen, ob er noch einen Sturmspeer hat. Aber das habe ich auch nichts gesehen. Zwei Notsachen. Ach so, Speer und besserer Speer. Nur ein Hammer. Der bekleckert sich ja nicht gerade mit Ruhm. Okay, das hier gäbe es noch. Nept Ankh. Ja. Wenn wir das Heilige auf das Ding ziehen wollen. Ja, wir schauen mal. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir vielleicht noch ein Schild, dann könnten wir so eine ein komplettes Aschen-Aragami-Set machen, aber anscheinend wird das nichts. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.